Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir werden heute Siedlern helfen, denn gekocht haben wir ja schon. Wir sind eigentlich recht fit wie ein Turnschuh. Naja, wie gesagt, recht fit. Und ja, wieso weiter quatschen, wenn wir doch schon uns eigentlich hier porten könnten, ne? Jetzt ist die Frage, hier müsste noch nicht entdeckt. Noch nicht entdeckt. Okay. Das heißt, wir werden uns hier hinborden. Ja. Und werden dann uns zu Fuß in diese Richtung da fortbewegen. Ja, der brave Dog Meat, ne? Braves Hundi. Es ist doch irgendwie interessant, wie so ein Hündchen überlebt hat, ne? Okay. Jetzt muss ich... Was? Will jemand was von mir? Ich habe nichts. Ich bin arm. So. Also, Karte. Fast richtig. Nanu? Nein, wieder verkehrt. So. Ungefähr da lang. Das müsste passen. Ja, wie gesagt, ungefähr. Also laufen wir mal los. La la la. Was ist, haben wir da? Eine Blechdose. Das werde ich alles mal bei uns daheim hinschmeißen und verwerten probieren. Alter! Thoreaus Hütte hat die Bomben überstanden. Ich wette, er hätte nicht gedacht, dass ein Tod nötig sein würde, um uns so einfach leben zu können. Ja. So, hier haben wir jedenfalls die Raider besiegt. Ist da drüben ein Hirsch? Ach so, warte, falscher Knopf. Nein, ein Hundskrüppel ist das. Das hat super hingehauen. Ich kann mir selber nur gratulieren. Alter, treffe ich heute mal was? Blöds Viech. Hast du auch irgendwas? Nee, oder? Dann müssten wir ungefähr, denke ich mal, hier rauf. Mal kurz schauen. Ja, perfekt. Perfekte Richtung. La 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 la. Alte Reifen. Freund oder Feind? Ich verstecke mich lieber mal. Weil wer das hingestapelt hat, ne? Das ist ja nicht von selber, oder? Ah, warte, da ist eine Blume. Blume, Blume, Blume. Na komm. Jawohl. Blume, Blume, Blume. Blume, Blume, Blume. Schleichen wir wieder durch die Gegend. Na wobei, geben wir Gas. La la la. Aber jetzt vielleicht. Freund oder Feind? Da vorne. Ist hier vielleicht auch irgendwas? Naja, nur Tote. Ja, ja. Ist schon gut, Knochen, Maxi. Ja. Ich weiß, es ist echt... Oh, ein Raider. Dann gib her dein Zeug. Rüstung und so weiter und Buffen und alles. Was haben wir hier? Jawohl, Patronen. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Ja, den hat's wohl überrascht, als er umgeballert worden ist. Ab und zu läuft's halt blöd, ne? Was soll man machen? So, nochmal ein kurzer Blick. Müsste passen. Boah, das war noch schön weit. Hey, neue Blümchen. Hui. Was haben wir hier? Wilde Karottenblume. Aha. Ich bin mir recht sicher, dass man mit solchen Graffel sicher irgendwie Medizin oder sowas herstellen kann, ne? Lebt da drinnen irgendwas? Ist wieder falscher Knopf. Stechflügel-Dingens. Okay. Warte, da muss ich mich noch ein bisschen ranschleichen.
Jetzt vielleicht. Wie, jetzt geht's nimmer? Naja, jetzt geht's halt nimmer. Jetzt vielleicht? Wow. Alter. Und, geht's schon. Boah, das ist aber ein starkes Viech, ne? Cotsworth, was tut das gerade? Alter, danke. Die Punkte haben für uns gezählt, ne? Stechflügelfleisch. Naja, was soll's. Ein alter Duftduft. Bombe, 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 Bombe. Alter. Haha, nicht getroffen. Ist da noch eine? Rauf. Superkleber, Sturmfeuerzeug und Malpinsel. Sehr schön. Buah. Alter Schwede, das war Glück. Das ist mir jetzt glatt ein Speichern wert. Echt wahr. Das war gar nicht mal so ungut. Fusionskern. Bitte, den nehmen wir gerne mit. Hey, Cotsworth. Oh, der ist im Arsch. Schaut zumindest so aus. So wie der. Aber immerhin ein Fusionskern. Juhu. Da kommt Freude auf. So. Also, wo bin ich hier? Einmal im Kreis gedreht und schon kenne ich mich nicht mehr aus. So, da mal klubschen. Ja. Ja, so ungefähr. Ein bisschen da lang. So. Aufgeladen. Ist alles gut, gut. So, wo müssen wir denn hin? Hm. Boah, was ist denn das für eine Hütten da? Das schaut ja echt verdächtig aus. Dass da jemand lebt, meine ich. Waren wir hier auch schon mal? Na, es dürfte passen. Es dürfte echt dieses Gebäude sein. Dann würde ich sagen, wir schauen uns da gleich mal weiter um. Was haben wir hier drin? Nix. Nicht mal, schau mal, das ist ein Kühlschrank. Ne? Nicht mal ein Harrison Jones ist da drin. Harrison Jones? Was, wie? Indiana Jones. Ist, Harrison Jones ist die WoW-Figur quasi von diesem tollen Fernsehfilmhelden. Ich will darüber. Geht das? Ja. Können wir da rein? Abgenutztes Klemmbrett und Kaffeetasse. Ist da was drin? Nö. Schauen wir mal, ob wir da rein können. Ja, schaut nicht schlecht aus. Hier gibt es Zigaretten. Da unten ist nichts Gescheites. Warte, hier. Verbranntes Wirtschaftsmagazin. Das brauchen wir unbedingt. Das können wir gleich mitbringen für unsere Leute zwecks ja, Wirtschaft aufbauen und so, ne? Dann wieder dieses Putzmittelchen. Einen Besen, einen Metalleimer. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier mit dem Aufräumen anfangen sollte. Ja, kein Strom vorhanden. Aha. Okay. Müssen wir den Strom einschalten, dann können wir den Aufzug verwenden. Na servus, du arme Sau, ne? Ah, der hat sich gleich mal zugesoffen und dann selber... Ja, der hat sich selber weggetan. Hoppala, Entschuldigung. Der hat sich selber weggetan. Der hat es nicht mehr ausgehalten. Was haben wir hier? Messinglaterne. Bunsenbrenner. Zahnrad. Flansch. Jo. Eine Schaufel. Ein Erste-Hilfe-Kasten mit Steambag und Blutpaket. Leere Farbdose. Ja, den Eimer. Genau, so, ob man den Eimer... Das wäre echt cool, wenn ich den Eimer da zum Melken verwenden könnte für die Kuh, die wir da haben, ne?
Das ist aber keine Kuh. Ja, habt's ja recht. Ein Stuhl zum Hinsetzen. Ah, Schlosserhammer. Gut, das scheint's auch schon gewesen zu sein. Dann schauen wir uns weiter um, ne? Bam, badam. Bam. Bam. Bam, bam, bam. Schöne Musik. Schön ruhig. Scheint wieder mal die Ruhe vor dem Sturm. Kann ich mir vorstellen. Ist da drüben ein Viech? Und ich bin ganz sicher der richtige Mann für den Job, ne? Ja, ich schleiche mich nur durch die Gegend da. Komisch, wie, warum und wieso? Puh! Alter, ne? Warum denn bitte? Boah, das ist nervig. Diese Drecksminen sind so nervig. Weißt du gar nicht mal, wo die hinballern überall? Aha, freilich, jetzt bin ich wieder da. Ist logisch. Na gut, dann kann ich hier mal ein bisschen Speed geben. Wir müssen nämlich eh da runter. Naja, schnauf nur durch die Gegend. Boah, ich hasse es. Welche Arschlöcher haben die ganzen Fallen dahin getan? Na los, hüpf doch. Mädchen. So, hüpfen du musst. Rein da. So, alles mitgenommen. So, daram, daram. Da. Dam, da, dam. So, ist gut. Hier auch, alles mitgenommen. Was haben wir da? Ja. Dann hier, so. Na, war da nicht noch was? Da. Da. Nein. Da war der Hammer, genau. Dass es heutzutage überall so aussieht. Manche würden das sogar sauber nennen. Ja. Das ist so, lieber Kotzwurf, ne? Die Zeiten haben sich halt geändert. Jawohl, das nehmen wir auch mit. Und das geht noch nicht, weil der Strom fehlt. So, jetzt nochmal. Ich habe noch gedacht, ich speichere, aber nein. Ich bin wieder zu faul. So. Also, langsam jetzt. Mit Speichern. Boah, ist das gemein. Das ist echt fies. Kann man... Kriegt man das mit? Wenn es hier scheppert. Nicht so wirklich. Jetzt auf einmal lief super. Echt unfassbar. So, am Schreibtisch ist nichts. Was haben wir hier noch alles? Ja, nicht viel. Barminfleisch und Bourbon. Was haben wir hier? Ordner. Noch ein Ordner. Komm. Dann hier drin. Nuka-Cola-Flasche. Gleich einige. Ist das nochmal, dass da etwas klopft? Ist hier noch was drin? Oh, ich bin überlastet, glaube ich. Du, ich brauche dich mal. Ich würde sagen, mein guter Freund, du nimmst auf jeden Fall mal alles, was so Rüstungen betrifft, was so Waffen betrifft, weil die sind echt schwer. Also eine Pistole. Ich würde sagen, den. Dann kriegst du mal... Ja, die Rüstungen vielleicht können wir noch ertragen. Melonen haben wir echt viel. Boah. Modische Brille. Na komm schon. Lalila. Okay, so viel schießt mich tot haben wir ja gar nicht. Puh.
Da musst du wohl doch gleich mal die... Rüstungsgeschichten tragen. Der Schlosserhammer... Achso, der hat nur Wert, ne? Obwohl, Gewicht ist auch nicht so wenig. Boah, die Schaufel, die ist schwer. Eine Rohrzange. Von mir aus. Die Raider-Rüstungsgeschichte. Blunder Hose. Bam, bam, bam. Dann Minigun. Die Minigun ist halt schwer, ne? Die soll er auch mal tragen. Das sind wir dann um einiges leichter schon mal. Melone, Happen, Leuchtfeuer, leere Dose. Hier die Lederrüstungen. Instant-Püree. Also die oder die? Ah, ich behalte sie beide wegen die Schuss und so, ne? Das sind ja zwei verschiedene Munitionen, die da gebraucht werden. So, was können wir noch hergeben? Puh, nicht wirklich viel, ne? Die haben jetzt aber eh wieder Platz. Den Bunsenbrenner kannst du eigentlich auch haben. Die kannst haben, den Besen kannst haben. Benzinkanister, der ist auch noch recht schwer. Die Aschenbecher, wahrscheinlich auch 12.000. Nein, Spaß. Also Kilo, ne? Hatten sie zum Glück nicht. Da haben wir zwei Pistolen, da kannst du schon mal eine haben, weil die hat gar nicht mal so wenig Gewicht. Aber das war's dann auch schon mal fürs Erste. Ja, haben wir wieder was Platz. Das geht schon. Danke, Cotsworth. Lass mich mal bitte raus. Ist das ein Flugzeug da drüben? Auch nicht schlecht. Gut, das heißt, wir tun wieder mal speichern. So, und weiter geht's. Das hier scheint einmal ein wichtiger, also ein Großhandelsgeschichtel-Dings gewesen zu sein. So, schauen wir mal rein. Hoffentlich war das kein Fehler. Das wäre nämlich gar nicht gut, wenn wir dann überrumpelt werden. Von irgendjemandem. Oder irgendetwas. Wow. Hallo? Sind wir hier überhaupt richtig? Eigentlich nicht, ne? Ich gehe lieber wieder raus. Fürs Erste. Es war nur wichtig, dass wir den Ort hier mal entdecken. Da können wir wieder herreisen. Wow. Wo müssen wir denn dann... Also, wo müssen wir dann hin? Oh, da müssen wir noch ein Stück gehen. Ach so. Hoppala, Hopperchen. Ich dachte, wir wären schon da. Nichts noch. Nee, nee, da können wir schon noch hatschen. Hier ist nur eine Matratze, ne? Boah, wenn das Spike gehen würde, ne? Da wären wir schon flott unterwegs. Gut, dann würde ich sagen, wir können noch hier ein bisschen uns umschauen. Da. Ich hoffe, es sind keine Minen. Ach so, das ist nur so ein Flugzeug. Ich dachte schon, da könnte ein Hubschrauber oder so landen, ne? Na, Servus, Kaiser. Wo führt's denn uns da bitte hin? Wie weit müssen wir denn da noch hatschen? Ja, schon noch ein Stück. Ist gar nicht so zum Unterschätzen, ne? So, ist alles nachgeladen? Ja, das passt. Ja, dass da uns irgendwas anspringt oder so, ne? Boah, da drüben ist auch eine schöne Stadt, ne? Was haben wir hier? Ein Raider, okay. Ich sollte auch mal schauen, wegen Rüstung und so, ne? Ob man da schon, ob ich hier schon was Gescheiteres anziehen kann. Ich glaube, das werde ich gleich machen. Das werden wir gleich machen. Weil ich glaube, hoppala, so, ich glaube nämlich, dass unser Graffel, was wir da anhaben, gar nicht mehr so uns schützt. Hoppala, hier bitte, da. Das Gammler-Outfit, ne? 5 und 7 Schutz. Lederrüstung, Harnisch, das dachte ich mir schon, ne? Schau mal, was der uns bieten könnte. So, Bein. Gibt es auch ein linkes Bein dafür? Modische Brille.
rechtes Bein. Dann, oh, warte mal, was haben wir hier? Gepolsterte Lederrüstung, rechtes Bein. Linkes Bein, würde ich sagen, machen wir so. Gepolstert und gekocht. Ja, aber gar nicht mal so schlecht, ne? Sind die schon recht gut jetzt mittlerweile gepanzert? Doch, doch, ich finde jetzt schon. Was? Das soll sein? Entschuldigung. Flatter schockiert sein? Das kann jetzt nicht sein, oder? Das ist hier kein Schutz. Aber ja. Sind wir da echt richtig ausgerüstet? Aktiviert hat sich's, ja. Ist ja komisch. Lederkombi, vielleicht das auch noch mit anziehen. Vielleicht passt jetzt. Alter Schwede, ne? Ja, jetzt passt's. Jetzt schaut's gut aus. Ja, einfach mal so die halben Sachen an. Lalila, lalala. Davon könnte es sein, ne? Wo wir hin möchten. Ich sollte nicht unbedingt zielstrebig irgendwo hinlaufen. Mal ein bisschen die Gegend anschauen, wäre auch nicht schlecht. Bis ich wieder über eine Mine laufe, die mich dann wieder umbringt. Ja, so weit spiele ich mich wieder. Oh, oh. Jetzt wird's weg. Okay, das hat sie nichts gebracht. Ich wollte es nur mal probieren. Ich triff sowieso nichts, ne? Ich hätte vielleicht ruhiger angehen sollen. Oh, oh, wer ist da oben? Warte mal. Supermutant! Sind wir da richtig? Nein, sind wir nicht. Wir müssen darüber. Das heißt, über die Brücke. Cotsworth, komm mit. Lass den Kerl bitte. Das heißt, wir müssen darüber. Da müsste es dann stimmen. Komm nur mit, Cotsworth. Nicht, dass du mir da den Supermutanten angehst, weil den schaffen wir, glaube ich, nicht. Oh, da ist eine Blume. Ja, ja, schnauf nochmal. Ich habe schon wieder vergessen, ne? Habe ich denn eigentlich schon wieder vergessen, mir einen Punkt zu geben? Ich habe schon zwei Punkte nicht gemacht, ne? Pfui. Also, Tick-Tock, Tick-Tack, hier, genau. Eisenfaust. Ach so, für Nahkampf, ne? Aber ich... Wahrnehmung. Deine Flinghände und langen Finger machen Taschendiebstahl einfacher. Während verursachen 40% mehr Schaden. Tada, schwach. Kenne die Schwachpunkte deiner Feinde, um sie zu besiegen. Du kannst dir die Schadensresistenzen eines Ziels im VATS ansehen. Fahr ein bisschen. Na, ein bisschen. Geht nicht weiter runter. Geht nur das Eck hier? Na sicher, ne? Sieh, da. Was ist das? Achso, da brauche ich oben mehr. Kannst du Schlösser einfacher knacken? Außerdem kannst du die. Ja, hast die Möglichkeit, fortgeschrittene Schlösser zu knacken. Taschendiebstahl schneller. Na, da wär, das unten wäre mir lieb, ehrlich gesagt. Dann machen wir hier eins weiter. Boom. Und hier Schlösser knacken. Annehmen. Baum. Perfekt. Ja, ich probiere es einfach mal. Oder warte. Das ist gerade voll komisch, ne? Ich will das Fleisch haben, ne? Die arme Hirschkuh, es tut sie mir leid. Cotsworth, du kannst nix. Ich wollte nur essen. Mehr nicht. Ich lasse nie eine Aufgabe unvollendet. Irgendwann finde ich dich. Ja, toll. Können wir, wenn wir jetzt ins Wasser gehen? Wir haben offenbar entschieden, ja, radioaktiv. Dann gehen wir da weiter. Ah, da gibt es wieder diese Blutdinger. Die nehme ich gleich mal mit. Was ist denn da los?
Hä? Es tut mir leid. Passt. Huch, bleib hier. Tut leid. Mir tut's leid für die arme Hirschkuh, aber was soll's. Essen und so, ne? Die Waffen müsste ich auch mal verbessern. Oh, hier hat jemand mal gewohnt. Wenn es auch nur kurzzeitig war. Doch, will ich. Kochtopf und sauberer blauer Anzug. Den werde ich dir gleich mal drüber stülpen, damit du mal Ruhe gibst. So. Molotov Cocktail. Red X Sicherung. Perfekt, nimm alles mit. Was haben wir da? Ja, ich bin halt brutal, ne? Was soll man machen? Leben ist halt so, ne? Bin ich jetzt da mal richtig, Herrschaftszeiten? Fast. Über die Brücke muss ich halt rüber, dann wird's genau passen. Das heißt, über die Brücke. Das heißt, ich muss da rauf. Holla, hopp. Hopp, hopp, hopp. Na, hopp und hopp. Jawohl. Wird schon passen, ne? Dann gehen wir halt mal drüber. Dam-di-da, dam-di-da. Dap-da-rap-dap-da-da-ra-dap-dap-dap-dap. Geil, bin mit Tempo. So, ja, da ist auch was entgleist. Sehr schön. Alle hopp. So, hallo. Hier ist die neue Nachbarin. Ist jemand da? Wir würden Sie gerne einladen, in unser Dorf zu kommen. Und mit uns zusammen eine Grillparty zu schmeißen. Oh, da sind Pilze, die wir aber nichts mitnehmen dürfen. Können. Die sind nicht für uns. Nee, nee, wa? Gut, eine Brauerei. Dann würde ich sagen, wir klubschen gleich mal rein, ne? Aha, die müssen wir aufbrechen. Wa. Ja, schaut, voll hinten aufgegangen. Sehr gut. Schauen wir mal, was wir hier drin so finden werden, ne? Wow. Gleich mal ein bisschen verstecken. Schauen wir gleich mal. Raider-Abschaum. Oh. Das ist natürlich... Kommt raus und kämpft, wenn ihr euch traut. Cotsworth, das war jetzt nicht so super. Ich wollte... Alter. Alter Kotzwurf. So, wo treffen wir dich denn am besten? Ich würde sagen, hier. Ja, ja, so viel zu treffen, ne? Komm daher, du Sau. Was bitte ist denn... Was zum Teufel ist denn jetzt... Quasi die... Haben die Deppen sich gerade selber gesprengt? Gefahr. Von wo? Die Trotteln haben sich, glaube ich, gerade selber gesprengt. Was? Wo? Wer? Da unten? Wo reden da wer? Ich bin schon überladen, ne? Hey. Cotsworth. Du kriegst wieder Klumpert. Warte mal kurz. Was? Ging da gerade vor sich? So, scrollen, 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 scrollen. Fleisch, ja, bla bla. Pistole, da kriegst du wieder welche. Boah, ich hoffe, er kann noch tragen. Kochtopf und Pfanne ist nicht so schlimm. Aber was halt schlimm ist, sind halt diese Rüstungen da, ne? Die haben halt ordentlich Gewicht. Die Machete. Ja, geht. Hm.
Was haben wir da? Die Raider-Rüstungen? Na, freilich. So. Der blaue Anzug, der ist auch ziemlich heftig. Kotzwerf wird auch bald voll sein, fürchte ich. Wie ist das mit den Strohkissen? Okay, das geht. Das T-Shirt und Hose, das kommt auch weg. Ich würde sagen, die kommt dabei auch weg. Dann glaube ich, geht's schon wieder. Ein Zettel. Patron, Schlagring, Impro-Pistole. Behandelt, Raider-Rüstung, linker Arm. Leder-Rüstung, Harnisch, weißer Brille, sowohl rechtes Bein, die Rüstung, linkes Bein, rechter Arm und so weiter. Boah, die Hand, ne? Die kann er jetzt nicht mehr brauchen. Ich bin da auch falsch? Echt wahr? Ja. Okay, ich bin da falsch. Das ist scheiße. So, hey. Cotsworth, kriegst noch mal was? Ah, ja, ne? Na, runter damit. Ich hoffe, der kann noch was schleppen. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Raider-Geschichte, genau. Warte. Das hier ist wichtiger. So, ja. Das passt schon mal. Ja. Da bin ich falsch. Ich bin schockiert. Ja, wieder mal voll wie ein Christbaum. So, kriegst nochmal ein Zeugs und dann ist aber genug. Dann hauen wir hier wieder ab, weil da drin bin ich auch falsch. Boah. Müssen wir halt wieder her, wenn wir her müssen. Ne? So, also der Harnisch muss weg. Das kommt. Okay, das geht nicht mehr. Das habe ich schon befürchtet. Kotzwurf ist auch voll wie ein Christbaum. Dann schleichen wir uns da wieder. Tschüss. Das gibt's ja nicht. Muss ich wieder auf die Karte schauen. Wo sind wir da? Wo bin ich? Schlimm sowas. Also, wo sind wir hier? Aha, eins da oben. Nochmal ein Stück weiter. Also um den Brauer-Dings da rundherum. Darüber. Die Waffe ist geladen, das ist schön. So. Dann. Was? Alter, Mistviech. So, dann jetzt. Darüber oder was? In die Stadt. Nein, die Stadt ist auch falsch. Ich muss mich genau einmal drehen. Darüber. Da komme ich gerade nicht mit. Aber ist wurscht, müsste hier irgendwo sein. Da ist auch noch was. Ich werde es mir jetzt markieren. Ja. Ist ja hier markiert. Hinterm Hügel dann. Was haben wir da? Hirnpilz. Ist ja ekelhaft. Moment, ich werde doch gleich nochmal speichern. Stimmt. So, meine erinnere mich. Beschreiben. So. Also müsste es das dann sein. Ja, jetzt haben wir das Richtige. Aha, wir haben da ein Signal verloren. Okay. Hallo. Da kann ich nicht rein. Okay. Schön, da leben ein paar Leute. Hi, wie geht's euch? Hallo. Hey, haben die Minutemen dich geschickt? Ja. Wo ist das Problem? Was ist los? Kommt zur Sache? Natürlich.
Ja, natürlich. Sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Es gibt da eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Okay, einen Moment. Da musste ich kurz husten. Wie viele? Ich sorge dafür. Gut, keine Sorge. Wie viele? Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Ich weiß nicht. Dieses Mal waren es 3. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Ja, toll. Wasserpumpe, ich sauf mal was. Sehr gut. Wunderbrecht. Ja, ja, schon gut, um Gottes Willen. Reicht schon. So. Nanunana. Ah, die haben wieder diese eine Pflanze da, diese Tato-Pflanze. Ja, aber Cotsworth ist unverkäuflich oder irgendwie in der, sowas in der Art, weil wir brauchen ihn erstens selber und zweitens ist er einer meiner, unserer besten Freunde. So, und wo sind jetzt diese Raider-Teufel? Aha, da drüben. Na, großartig. Das heißt, wir gehen mal da raus. Das müsste dann da drüben irgendwie sein, ne? Nein, komplett verkehrt. Dann darüber. Schon eher, aber auch noch nicht ganz. Darüber. Ja, das ist gut. Darüber. Alles klar, dann marschieren wir mal los. Wobei, es wäre auch schon gar nicht mal so verkehrt, eine neue Waffe, eine mögliche bessere Waffe zu wählen. Wartet mal. Waffen. Was habe ich denn eigentlich? Impro-Gewehr. 15 Schaden. Die Lasermuskete will ich nicht... Ja, den Schlagstock. Warte mal, da wäre mir... Manachete macht 21. Ja, da ist die Manachete besser. Schlagring. Ist wahrscheinlich auch eine Nahkampfgeschichte, ne? Ja. Splittergranaten, Splittermine. Puh. Da ist leider Gottes dieses Impro-Gewehr gar nicht mal so blöd. Meh. Also gehen wir dann weiter in die Richtung. Aha, da hinten wahrscheinlich. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Noch erkennen wir keine Feinde. Wer bedenkt... Ah, wir haben ein Signal gefunden, okay. Was haben wir hier? Redaway und Tischventilator. Ja. Da ist noch eine Kaffeetasse. Passt, dann schleichen wir uns weiter in die Richtung hier. Ist es dann dieses Ding da drüben gemeint? Nein. Wir müssen weiter darüber. Da ist eine Blume. Da oben ist auch noch eine. So, ja. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Jetzt wäre vielleicht gut. Huch, passt schon. Die Richtung stimmt. Will verstecken. Was haben wir hier? Eine Badewanne mit einer Leiche. So gehört sich das. Schädel ohne Kiefer. Wilde Mutterbeere. Okay. Dann, was haben wir hier noch? Nix, nur noch ein Stuhl zum Ausruhen. Hier ist auch einer zum Hinsetzen. Okay. Dann gehen wir weiter. Boah, ne, das ist schon ganz schön zum Aufpassen, ne? Tap, tap, da, rap, tap, tap, da. Hm? Aber stimmen müsst's, oder? Ja. Da.
Haben wir hier irgendwas Interessantes? Huch. Ja, ja, das ist richtig so. Wow. Wilder Ghoul. Oh, nee. Warte. Weg einmal. Der ist da oben. Okay. Naja, der Part ist ja auch wieder zu Ende, ne? Dann werden wir im nächsten Part, werden wir uns hier weiter durch die Gegend hier schleichen und versuchen, dieses Gebäude zu erreichen, das uns auf der Karte markiert wird. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!